Erhebe dich und sei ein Held für Hades und all die Menschen in der Unterwelt.
Jetzt. Also gut, Charon, dann erzähl mir von diesen verlorenen Seelen. Ach, die? Nicht jeder in der Unterwelt gehört hierher. Diese Seelen haben sich verirrt. Ihre wahre Ruhestätte muss gefunden werden. Du bist der Fährmann. Du sagst ihnen, wohin sie gehen sollen. Das gehört nicht zu meinen Aufgaben.
Jede ankommende Seele ist verloren, hat noch etwas zu erledigen. Und manche sind sympathischer als andere. Wer sind diese Seelen, denen ich helfen soll? Die meisten Toten erhalten eine angemessene Bestattung. Aber nicht alle haben dieses Glück. Und die Unglücklichen verirren sich. Oh ja, sie wandern bis in alle Ewigkeit umher, ohne ihr Schicksal zu akzeptieren. Ich helfe dir, Fährmann. Aber wo soll ich anfangen? Es gibt da einen Soldaten, ein Athener. Er wollte eines ehrenvollen Todes in der Schlacht sterben. Stattdessen stürmt er auf einen Feind zu, rutscht im Matsch aus und fiel hin. Was für ein großer Krieger. Er braucht einen glorreichen Tod, um ins Elysium überzugehen. Aber ohne Waffe und Rüstung kann er nicht in den Krieg ziehen. Das eine ist in der ruhelosen Nekropolis, das andere in den Händen eines Kämpfers namens Schwertfisch. Der Schwertfisch. Natürlich ist er hier. Ich hole die Ausrüstung dieses Soldaten und helfe ihm so zu sterben, wie er es wünscht. Ich habe das Schwert und die Rüstung des Athenas. Jetzt muss ich sie ihm nur noch bringen. Hey, pass schon. Und los! Ein Krieger. Fand der Tod dich auch auf dem Schlachtfeld so wie mich? Ach, noch hat der Tod mich nicht gefunden. Ich bin auf meinen Knien im Dreck gestorben. Deswegen sitze ich hier fest. Ich verhelfe dir zu einem glorreichen Tod. Ich kann nicht unbewaffnet kämpfen. Das ist unehrenhaft. Du hast Glück. Ich habe hier deine Rüstung und deine Waffe. Es fühlt sich seltsam an. Ach, du gewöhnst dich schon wieder dran. Ich zog in den Krieg, um mein Zuhause vor Spartas Belagerung zu beschützen. Sag mir, konnten wir das glorreiche Athen und sein Volk retten? Athen ist sicher. Dein Heer besiegte Sparta an den Toren der Stadt. Du hast mir Trost gespendet. Nun gewähre mir Frieden. Halte dich nicht zurück. Wir es angemessen zu machen. Thank you.
Na los, na los! Welchem deiner verlorenen Toten soll ich noch helfen? Oh, was bist du doch für ein tüchtiger kleiner Fleischling. Sag mir, wie lief es mit dem Athener? Athen bedeutete ihm alles. Ich ersparte ihm die Wahrheit. Du hast deiner leidenden Seele Trost gebracht. Ich konnte ihm nicht sagen, dass die Seuche alles vernichtet hat. Ah, die Seuche. Geschäftige Zeiten. Mir kam dabei sogar jemand abhanden. Eine Frau, deren Familie sie nicht verbrennen konnte. Also steckt sie hier fest. Sie wandelt nun in den Fluren des Gangs der Seelen, noch immer von der Seuche befallen. Thanatos Scheiterhaufen kann die Toten reinigen, aber der einzige Weg, diese Tortur zu überstehen, ist der Verzehr einer Aphodelblüte. Eine Aphodelblüte? Mein kleiner Fleischling hat Glück. Durch all das Chaos, das du verursacht hast, gibt es einen Durchbruch von der Unterwelt ins Elysion. Dort könntest du eine Blüte finden. Ich hole die Blüte und bringe sie sicher zum Scheiterhaufen. Sei bloß vorsichtig. Etwas so Seltenes wie eine Aphodelblüte wird dort sicherlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Da wären wir. Danach habe ich gesucht. Testikles, schön dich in einem Stück zu sehen. Söldner! Ja, schön ist es hier. Nichts will Testikles fressen. Was machst du denn hier? Ich suche eine Zauberblume. Klang so hübsch. Ich wollte hübsches Blumenöl. Hast du sie gesehen? Ich glaube nicht, dass an so einem Ort etwas Hübsches wächst. Du hast recht. Testikles ist das einzig Hübsche hier. Klar, es war schön, dich wiederzusehen. Keine Umarmung dieses Mal. Pass gut auf dich auf, Testikles.
Da ist sie ja. Zurück. Ich bin sehr krank. Ich soll dir helfen, wieder gesund zu werden. Nichts kann mich heilen. Selbst hier bin ich mit dieser Seuche gestraft. Erinnerst du dich an etwas aus deinem früheren Leben? Ich buk das wohlriechendste Brot. Es ist alles wie ein Traum, den ich weder richtig sehen noch berühren kann. Wie kamst du hierher? Ich erinnere mich, dass ich im Bett lag. Ich war krank. Alles wurde dunkel. Dann war ich an einem Fluss, umgeben von Leuten, die übersetzen wollten. Hier ist diese Blüte. Sie wird dich stärken. Ich fühle mich anders, gesünder. Aber die Seuche ist immer noch in mir. Ich bringe dich an einen Ort, an dem es dir besser geht. Dort gibt es ein reinigendes Feuer. Ein Feuer? Sicher, dass mir das helfen wird? Tut das nicht weh? Die Blüte, die du gegessen hast, würde ich schätzen. Wenn das der einzige Weg ist, dann muss ich es wohl versuchen. Bin ich zu ewiger Krankheit verdammt? Wir sind am Ziel.